Also dieser Vorfall ist zwar schon 3 Jahre her, aber er sorgt auch heute noch in unseren Reihen für den ein oder anderen Lachanfall, da er wunderbar zeigt, wie lächerlich und unprofessionell das Gomma-HD-Netzwerk schon vor Jahren war. Wie kommt es dazu, dass Hakenkreuze den Hintergrund des größten deutschen Minecraft-Servers zieren? Ganz einfach, das Design der Shopseite wurde von dem mittlerweile nicht mehr existenten Server jcraft.co 1 zu 1 geklaut. Da aber Gommes Designer nicht nur zu schlecht waren, eine eigene Seite zu bauen, sondern auch zu schlecht waren, diese vernünftig zu kopieren, übersahen sie, dass einige Assets noch die Originalverlinkung zu jcraft.co hatten. Als dies auffiel, wurde kurzerhand eine Mail an den Support dieses Servers gesendet, welcher schnell damit antwortete, dass er sich um das Problem gekümmert hat. Die Bilder waren jetzt alle Hakenkreuze.